Dann lasst uns da mal reingucken in Godzilla Kong Commercial 1. Wir gucken erstmal die erste, quatschen dann über die erste und danach schauen wir uns die zweite an, würde ich sagen. In der schönen Reihenfolge, das macht dann schon Sinn. So, auf geht's. Ich hoffe, ihr habt auch Ton, das müsste aber so eigentlich alles passen. Ja. Now legends unite to fight. Deep in the hollow earth, Titan sound their mighty battle roars. Godzilla. His fearsome ally, the almighty Kong. Da sind wieder Blitze im Hintergrund gewesen. And the evil Scar King. Battle for domination. Now the fate of the entire world hangs in the balance. Godzilla, king of the monsters, has evolved to become more powerful than ever. Okay, das ist aber cool. Das ist cool als Spielzeugidee. Wir gehen gleich darauf ein. Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass ich das ziemlich cool finde. Als Verwandlungsidee. Evolution Godzilla. Godzilla, Kong, the new empire. Okay, es gibt also diese drei neuen Figuren. Wir haben hier neue Szenen drin, glaube ich, oder? Das hier zumindest. Das hatten wir vorher so noch nicht gehabt. Das ist jetzt quasi diese Szene, in der Godzilla aufsteht, die ist halt nur ein bisschen länger. Jetzt auch nichts Weltbewegendes, wo man irgendwie neue Informationen rausziehen könnte. Aber die gab es auf jeden Fall so noch nicht. Was mich jetzt eben gerade ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, Moment, auch die Geräusche. Da gehen wir auch gleich mal drauf ein, dass die ja so Sounds machen können. CGI sieht besser aus. Man erkennt es nicht so ganz, ne? Weil das ist zwar auf 4K gestellt, aber es ist keine HD-Auflösung hier. Man erkennt es nicht ganz. Da wird noch was geschraubt werden am CGI, gerade weil man ja auch so viel drüber gemeckert hat, da machen die schon noch was. Also was CGI angeht, würde ich mir bei so Monsterverse-Filmen eigentlich relativ wenig Gedanken machen. Obwohl ich das auch bei Marvel gesagt hätte und die machen ja inzwischen auch nur noch Kacke, was CGI angeht. Oben links neben Godzilla ist ein Heli, ja stimmt tatsächlich. Meint ihr, die holen den da raus? Oder meint ihr, der kommt aus eigener Kraft aus dem Eis raus? Weil warum ist da oben ein Heli? Vielleicht wird er wirklich von den Menschen rausgeholt. Guck mal, ob Godzilla beim Laufen mit Kong die Arme nicht komisch bewegt. Wir gucken noch mal rein, aber ich glaube, da war nichts anders. Warte mal. Na komm. Nee, der ist genauso gelaufen wie auch im Trailer, oder? Oder hat er die Arme steif gehabt im Original-Trailer? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber das mit dem Helikopter ist auf jeden Fall interessant hier oben. Das stimmt, dass da irgendwie die Menschen auf jeden Fall mit am Start sind. Möglicherweise holen die Godzilla doch da raus. Weil Godzilla vielleicht doch gar nicht mal selbst in so eine Metamorphose geht, sondern weil Godzilla vielleicht doch von Shimo eingefroren wird. Es ist ja inzwischen auch wohl wirklich sehr wahrscheinlich, darauf gehe ich in einem anderen Video nochmal drauf ein, auf dem Hauptkanal, dass Shimo tatsächlich Ghidorah eingefroren hat. Da gab es jetzt eine Aussage von irgendeinem, nicht vom Produzenten, aber von irgendjemandem, der da auf jeden Fall mitgewirkt hat, was schon sehr verdächtig wäre. Unter anderem wurde auch dieser Ice Bite Breath heißt das Ding, glaube ich, wurde ein bisschen besser beschrieben. Und der soll ja wirklich so funktionieren, dass sobald du diesen Strahl abbekommst, du einfach direkt in so eine Eisschicht eingefroren wirst. Wie so eine Blitzeisattacke, wie man es auch vom Pokémon kennt. Das würde erklären, warum Ghidorah auch in so einer komischen Position eingefroren war. Und vielleicht holen sie Godzilla eben auch aus dem Eis wieder raus, weil er auch eingefroren wurde. Wäre jetzt eine Theorie. So, das hier mit dem Gebrüll, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Da habe ich gerade auch irgendwie eine Theorie im Hinterkopf, die wahrscheinlich aber nicht stimmt. Hier haben wir wieder die komischen Blitze im Hintergrund. Ich finde das sehr auffällig. Immer wenn Kong, also in vielen Szenen mit Kong, sind diese Blitze im Hintergrund. Und wie gesagt, ich habe das mal irgendwie mitbekommen, dass mit Kong und dem Blitzen, und ich könnte schwören, irgendwo mal gehört zu haben, dass dieser Handschuh irgendwas mit Blitzen zu tun haben soll, den er da hat. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich das her habe. Der hat ihn ja auch gar nicht an, von daher. Ja. Kong! And the evil Scar King! Battle. Ja, auf die Peitsche gehen sie hier auch wieder nicht ein. Aber du siehst hier wirklich, da ist tatsächlich auch so ein Unterkiefer mit dran. Das ist wirklich die gesamte Wirbelsäule von irgendeinem Tier samt Unterkiefer. Das hier. Also wir wissen ja, dass Scar King in irgendeiner Art und Weise scheinbar darauf aus ist, Shimo zu kontrollieren.
Und dieses Gerücht, dass Scar King Kaiju kontrollieren kann, das gibt's schon, bevor der erste Trailer rausgekommen ist. Irgendwann hat man einfach angefangen, sich so auf diese Peitsche zu versteifen. Aber die Peitsche hat man irgendwie noch nie gesehen, dass die jetzt irgendwie eine spezielle Fähigkeit hat. Die ist vielleicht auch wirklich einfach nur eine Waffe. Aber was ist, wenn Scar King durch irgendeine Art von Schallwellen Kaiju kontrollieren kann? Das sieht hier so ein bisschen so aus, wenn der so brüllt, als würde der jetzt hier gerade Kong und Godzilla gegeneinander ausspielen. Wisst ihr, wie ich das Ganze meine? Das jetzt hier. Battle for Domination! Now the fate of the entire world hangs in the balance. Godzilla King. Ja, oder auch nicht, keine Ahnung. War jetzt eben nur gerade so eine Theorie gewesen. Es sah kurz danach aus, aber das sollte einfach nur von dem Spielzeug, glaube ich, zeigen, dass da halt, dass das Tier halt brüllen kann, das Spielzeug, wenn man da drauf drückt. The monster has evolved to become more powerful than ever. Das finde ich jetzt hier ganz geil, dass man das so mit eingebaut hat, aber das heißt hier auch tatsächlich, dass wir Godzilla sehr wahrscheinlich auch in der normalen Form im Film sehen. Godzilla. Godzilla, Kong, the new empire, Titan Evolution. Ja, hier sieht man es auch. Das ist noch der Godzilla mit dem blauen Streifen hier, mit dem blauen Zacken. Und das ist dann eben hier die Verwandlung von Godzilla. Okay, da war jetzt eher mehr Theorie mit dabei als wirklich Spoiler. Dann gucken wir uns gerade nochmal den zweiten Spoiler oder den zweiten Spot an und gucken mal, was da jetzt bei rauskommt. Ach, Godzilla, bin gespannt. Now legends unite to fight. Deep in the hollow earth, a battle is brewing. Fierce. Das ist auf jeden Fall derselbe Clip. Am Ende verwandelt er sich wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht mal so spät passiert mit dem Verwandeln. Dann vielleicht sogar irgendwann in der Mitte und dass dieses Eingefrorensein von Godzilla. Aus irgendeinem Grund gehen wir alle davon aus, dass Godzilla dieses Eisgefängnis da hat, weil er selber in diese Metamorphose geht, wie so ein Schmetterling. Aber was, wenn das eben nicht der Fall ist? Was ist, wenn Godzilla wirklich den Kampf gegen Shimo verliert und deswegen eingefroren ist? Und das trotz seiner Verwandlung dann scheinbar. Und er dann von den Menschen wieder aufgeweckt werden muss oder so ein Kram. Das könnte ja auch alles sein. Godzilla has evolved. Ja, eben auch, wie gesagt, wegen den Menschen, die da oben sind. Das würde schon irgendwo Sinn ergeben. To become more powerful than ever and joins the mighty Kong with his... Oh, das war auch eine neue Szene hier, glaube ich. Das haben wir so noch nicht gesehen, dass Kong mit dem Handschuh da unten rauskommt, aus diesem Loch da in Ägypten. Und was man ja inzwischen aber auch weiß, was gesagt wurde, dass Kong und Shimo beide in Ägypten miteinander kämpfen. Auf diesen Pyramiden wohl, sollen die rumhampeln. Das wird wohl passieren. With his powerful beast glove, to face the deadliest titan. Was war das gerade? Das Ding kann also doch Strom erzeugen. Ich wusste, dass ich da nochmal irgendwas gelesen habe. Ich war mir so sicher. Oder ist damit was anderes gemeint? Nee. Das Ding wird eine Stromfähigkeit haben. Der wird damit irgendwas machen können. Das ist eine Waffe im Endeffekt. Wer hat mir da von euch geschrieben? Ja, es ist ja inzwischen bestätigt, dass das Ganze nur so eine Schiene sein soll. Das stimmt ja dann überhaupt nicht. Das ist eine Waffe. Mir ist auch aufgefallen, dass Kong entweder größer ist oder Godzilla kleiner. Ja, das kann ja sein, dass Kong einfach gewachsen ist. Kong ist ja auch älter in dem Film. Da muss irgendwann auch nochmal ein Zeitsprung passieren. Wenn ihr mal drauf achtet, Kong ist... Am Anfang vom Trailer, wo wir in die Hollow Earth gehen, ist der wesentlich jünger als später. Der wird später richtig grau. Und da wird er einfach gewachsen sein. Das ist halt... Ja, ist halt eben so. Und Scar King ist ja auch wesentlich größer als die anderen beiden. Oder zumindest größer als die anderen beiden. Wenn Kong dieselben Gene hat wie Scar King, dann sollte Kong sogar irgendwann größer werden als Godzilla. Scar King. Was stand da gerade bei der Peitsche? Auch einfach nur mit Peitsche. Wenn die keine Fähigkeit hat, aber auch das habe ich irgendwo mal gelesen. So, jetzt wurde der Handschuh wurde jetzt bestätigt, dass der irgendwas mit Strom zu tun hat. Irgendwas ist damit. Und ich wette mit euch, die Peitsche hat nämlich ebenfalls so eine Fähigkeit. Und das ist die Fähigkeit, eben andere Kaiju zu kontrollieren. Das wird noch rauskommen. Wartet ab.
Es wurde in Skull Island wurde gesagt, dass Kong noch wächst auf jeden Fall. Ob das jetzt in Godzilla vs. Kong nochmal gesagt wurde, weiß ich jetzt gar nicht. Skull King ist um einen Kopf größer als Kong. Habe ich mal gesehen bei Google Pictures. Ob das stimmt, keine Ahnung. Na, das sehen wir dann aber. Aber der wird schon größer sein. Das glaube ich auch. Das ist so typisch Hollywood auch, ne? Größer, krasser, heftiger. Das wird schon so passen. Hört sich auch bescheuert an, wenn Kong wie der Imperator Blitze schießt. Der hat diese Blitze ja am Handschuh gehabt. Ich weiß nicht, ob er die damit schießen kann oder ob er damit so Elektrofäuste verpassen kann. Oder meine Theorie ist ja gewesen, dass Kong diesen Handschuh braucht, um diese Peitsche von Skull King abzuwehren. Wenn diese Peitsche wirklich die Fähigkeit besitzt, Kaiju zu unterwerfen. Und, ey, keine Ahnung, lass es eine saudumme Idee sein, aber was ist, wenn einfach Elektrizität diese Fähigkeit aushebeln kann? Irgend so ein Bullshit könnte es ja sein. Wir sind hier im Godzilla-Universum. Der wird damit keinen Strom schießen können, das glaube ich nicht. Aber der wird damit schon einen guten Punch austeilen können. Die Frage ist auch halt, wo kommt der Strom her? Wahrscheinlich auch aus der Hollow Earth irgendwie. Da wurde er ja studiert. In Godzilla vs. Kong, meinst du? Ich weiß es halt noch nicht mehr. Kann sein, dass das wirklich gesagt wurde, ja. Da macht es ja noch mehr Sinn. Aber dieselbe Frage gab es auch damals bei Godzilla vs. Kong. Haben auch sau viele Leute gefragt, wie kann das sein, dass der in Skull Island kleiner war als in Godzilla vs. Kong? Und die Antwort ist halt einfach, der ist halt gewachsen. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Die wachsen halt einfach auch. Und Godzilla wächst halt einfach nicht mehr. Godzilla hat fertig. The deadliest titans ever, the giant ruthless Scar King. Der tödlichste, ja, das habe ich aber auch schon mal irgendwo gelesen, dass Scar King wirklich krass werden soll in dem Film. Wahrscheinlich, na gut, ist halt auch Marketing. Aber ich schätze mal, dass der schon einiges auf dem Kasten haben wird. Von reiner Stärke her weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber der wird auf jeden Fall, wird er schon übel werden. Was steht auf dem Handschuh eigentlich? Boah, da kann man jetzt wirklich Spekulationen anfangen. Keine Ahnung. Ja, aber in Godzilla vs. Kong war Kong größer als in Skull Island. Das meine ich damit. VT61, keine Ahnung, was das heißen sollte. Was weiß ich. Am Ende gibt es dann noch so eine Post-Credit-Scene, wo man dann eben sieht, dass dieser Arm von diesen Entwicklern, von diesen Jägern aus Pacific Rim gebaut wurde oder sowas, was weiß ich. Nee, da kann ich jetzt viel rein spekulieren. Meine Antwort wäre trotz allem wieder irgendwie Mothra. To face the deadliest titans ever, the giant ruthless Scar King. Even so. Also wir können sie auf jeden Fall als Waffe benutzen. Haben wir eben gerade hier gesehen. Even Zuko, Kong's young ally, joins the fight. Das war eben ein krasser Spoiler. Habt ihr da eben gerade zugehört, was der eben gerade gesagt hat? As the ultimate battle for the Hollow Earth rages, the fate of the entire world hangs in the balance. Ja, da hat man eben gerade auch kurz diesen Schlag gesehen und im Hintergrund war so ein Elektrogeräusch. Das wird die Fähigkeit von diesem Handschuh einfach sein, dass der irgendwie elektrisch aufgeladen ist. Und dann kann Kong halt dann damit so Fäuste verteilen. Godzilla, Kong. Haben wir sie jetzt, die neuen Figuren. Das heißt, Kong ist in der Lage, Elektrizität zu erschaffen und damit eben zu kämpfen. Godzilla hat diesen Hitzestrahl jetzt neu. Das sind dann eben die neuen Fähigkeiten der beiden Kaiju. Was hier eben gerade allerdings gespoilert wurde tatsächlich. Das wurde ja wirklich gerade gespoilert. Jetzt, ein paar haben da auch schon gesagt, ja, da wäre ich auch so drauf gekommen. Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber jetzt wurde es ja gerade bestätigt, dass Zuko eben einfach dem Kampf beitritt und mit Godzilla und Kong gegen Scar King kämpft. Das wusste man so aus dem Trailer noch nicht. Oh, und ihr könnt ja Duck gar nicht sehen, wartet mal. Wo ist es denn? Da muss ich mal mein Bild zur Seite schieben. Ach komm, so. Da unten habt ihr auch ein Bild von Duck.
Ist auch, ich kann da mal ganz kurz noch eine Theorie in den Raum schmeißen. Weil Duck wird ja auch auffällig häufig jetzt irgendwie für Godzilla und Kong in den Raum geschmissen. Da könnte man jetzt einfach sagen, ja, Duck ist ja aber auch so ein Fanliebling. Aus irgendwelchen Gründen. Der kommt ja nur mal ganz kurz vor. Wir wissen ja aber, dass Zuko, oder man geht davon aus, dass Zuko wohl die Rolle von Son of Kong übernehmen wird. Das heißt, wir haben dann keinen echten Sohn von Kong, sondern wir werden dann wahrscheinlich Zuko bekommen, der eben dann auch gegen Scar King kämpft. Und dann, wenn er eben erwachsener ist, wird dann eben er der Son of Kong werden. Wie ein Adoptivsohn im Endeffekt. Wie würdet ihr das finden? Was wäre, wenn Doug hier unten quasi Godzilla Junior werden würde? Ich bleibe bei meiner Behauptung, dass das Monsterverse unter Warner versucht, die Original-Kaiju auszutauschen gegen selbst ausgedachte Kaiju. Aus irgendwelchen rechtlichen Gründen. Ich habe das Gefühl, dass die immer mehr versuchen, eigene Kaiju jetzt einzubringen. Gerade eben jetzt auch hier im neuen Film. Das würde so funktionieren. Wenn wir jetzt hier quasi den neuen Son of Kong hätten, Zuko, hätten wir weiterhin einen King Kong, der aber nicht King Kong wäre. Damit wäre Zuko, der ja auch ausgedacht ist, aus dem rechtlichen Vertrag mit Toho draußen, wenn es diesen Vertrag überhaupt gibt. Und um mit Godzilla weiterzumachen, könnte man Doug nehmen, der älter wird und auch zu einem großen Kaiju heranwächst. Könnte das sein? Uns wurde vermarktet, dass der Giganotosaurus auch eine Bedrohung. Ja, gut, das ist richtig. Aber das mit dem Joker, das war ja einfach nur ein dummer Spruch, der dann, glaube ich, von Moviepilot so aufgedrunsen wurde, oder? Das war ja, ich weiß nicht, das war ja nie so ein Marketing-Banner irgendwo drauf. Das wurde, glaube ich, einfach nur mal gesagt, während einem Interview. Und ich glaube immer noch, dass einfach die Übersetzung falsch gewesen ist. Ich glaube, dass man darauf eingehen wollte, dass Lewis Dodgson ist wie der Joker. Und die Welt brennen sehen will. Das würde halt viel mehr Sinn machen als der Giga. Aber ich habe das Originalinterview nicht mehr auf dem Schirm, wie das da, was da genau gesagt wurde im Originalton. Könnte Sinn machen, meinst du? Ja, ey, aber wäre das auch cool, ist dann die andere Frage. Diese Kanalpunkte, ey, die machen einen fertig. Wenn sie auf jeden Fall diesen Weg gehen würden, das werden wir erst im Film herausfinden. Wenn aber wirklich Zuko und Duck. Wenn aber wirklich Zuko und Duck Kong und Godzilla ersetzen sollen würden, dann könnten die beiden ja in diesem Film jetzt hier eventuell sogar schon sterben. Oder erst im nächsten. Vielleicht hier noch nicht ganz, weil wir jetzt hier erstmal das Ganze aufbauen müssen. Aber Kong und Godzilla könnten im nächsten Film abtreten. Auf welche Art auch immer. Und die beiden hier unten könnten deren Platz einnehmen. Ich finde es einfach auffällig, dass das wir auf einmal jetzt hier ein Baby-Kong haben. Und es wird sogar auch im Trailer einfach gesagt, dass Zuko eben einfach ein kleiner Kong ist. Das wird so auffällig gesagt. Da ist auf jeden Fall was dran. Zuko wird Son of Kong werden. Bin ich mir ganz sicher. Und jetzt packen sie immer wieder Zuko zusammen mit Doug in bestimmte Figurensets, in irgendwelche Beschreibungen. Du hast immer der Zuko und Titanus Doug bei allen möglichen Sachen. Ich glaube, das ist kein Zufall. Ohne Scheiß. Und dass Doug auch noch zufällig aussieht, als wäre er eine Godzilla-Spezies. So eine kleine. So in einer ganz frühen Evolution könnte Doug ein Godzilla sein. Das könnte schon. Das könnte schon irgendwo hinhauen. Das Geblubber im Hintergrund, das ist ein. Oh, wie erklärt man das für jemanden, der das nicht kennt? Du hast hier auf Twitch hast du Kanalpunkte. Damit belohnst du Zuschauer, die lange deine Videos gucken. Mit diesen Kanalpunkten können sich dann Zuschauer bestimmte Dinge kaufen, wie zum Beispiel das Geblubber. Und du kannst dann auch lesen, was das bringt. Das heißt, mit diesen Käufen von Kanalpunkten passiert immer irgendwas. Bei dem Geblubber siehst du dann da oben in der Ecke,
Kannst du dir nochmal ganz kurz zeigen. Das siehst du, glaube ich, jetzt hier besser. Siehst du dann sowas hier. Und normalerweise habe ich dann immer früher einen... Was habe ich da immer gehabt? Ingwersaft habe ich da, glaube ich, trinken müssen. Ja, habe ich jetzt aber nicht da, deswegen habe ich jetzt einfach Wasser getrunken mit Zitrone. Und so kannst du halt ganz viele verschiedene Kanalpunkte auch einsetzen. Da gibt es auch was, wenn du nicht willst, dass ich gerade schlecht über Jurassic World Dominion rede und nicht erwähne, dass der Film einfach bodenloser Dreck ist, dann kannst du diesen Kanalpunkt hier einsetzen und mir damit verbieten, über Jurassic World Dominion schlecht zu reden. Ja. Sonst kann, so keine Twitch-Spielereien sind das irgendwie. Es ist so, ja, ist ganz nett. Zurück zu dem Spot. Kommt da jetzt noch irgendwas großartig? As the ultimate battle for the Hollow Earth rages, the fate of the entire world hangs in the balance. Godzilla, Kong, the new empire. Und er spricht den Namen vom Film sogar aus. Der Film heißt wirklich so. Dann habe ich ernsthaft mal eine Frage. Warum nennt man einen Film einfach nur Godzilla Kong? Es ist ja schon ein dummer Name. Und wenn du schon auf die Idee kommst, warum machst du das dann mit einem stummen X in der Mitte? Das ist eine ganz komische Entscheidung, den Film so zu nennen. Eine ganz, ganz komische Entscheidung. Aber er spricht es ja wirklich aus hier gerade. Moment. Godzilla, Kong, the new empire. 6-inch and 11-inch figures. Ja. Seltsame Entscheidung, den Film so zu nennen. Aber ist auf jeden Fall interessant. Ich werde mir diese Spots nochmal genauer ansehen und mal gucken, was man da noch rausziehen kann. Aber das mit dem Handschuh ist auf jeden Fall jetzt bestätigt. Der Handschuh hat irgendwas mit Strom zu tun. Hundertprozentig. Auch wie der Name ausgesprochen wird, wurde auch bestätigt. Kreativität ist gestorben. Ja, das stimmt auch wieder. Und komischerweise haben sie einfach jetzt verraten, dass Zuko tatsächlich Scar King verraten wird. Das finde ich schon krass, einfach sowas mal kurz in einem Spot rauszuhauen. Gut. Wissen wir da auf jeden Fall jetzt auch Bescheid. Kommt da nichts mehr raus. So, wir bleiben jetzt allerdings auch mal ganz kurz beim Thema Godzilla Kong. Denn ihr habt mir auch gesagt, dass tatsächlich sogar bei Kino Plus wohl mal auf das Thema Godzilla Kong eingegangen ist. Wurde. So rum. Ich weiß allerdings jetzt nicht genau, worüber die da gesprochen haben. Über den Trailer sehr wahrscheinlich, ne? Erster von vielen Spoilern, das ist richtig jetzt, ja. Ja, vielleicht stimmt's auch nicht. Muss man mal dazu sagen, vielleicht war es auch einfach nur für die Spielfiguren ein Szenario, aber ich glaube schon, dass das stimmt.